Leute, ich bin im Hauptbahnhof und ich werde jetzt nach Dresden fahren. Und mein Zug, der fährt, mein IC, der fährt gleich um in 10 Minuten. Und deswegen laufe ich jetzt zum Bahnsteig. Mein Zug kommt angerollt. Jetzt werde ich erstmal nach Hannover hinfahren. Ich bin im ICE drin und jetzt erstmal nach Hannover hinfahren. Das ist eine Umsteighaltestelle. Das ist auch die einzige Umsteighaltestelle bis nach Dresden. Und ich bin voll müde, ich habe keine 2 Stunden geschlafen heute. Weil ich war den ganzen Tag nur im Videoschnitt gewesen. So, ich bin Hannover Hauptbahnhof angekommen und jetzt werde ich zum Umsteiggleis hinlaufen. Ich habe den Bahnsteig gewechselt und hier, mein Zug, der wartet schon auf mich. Ich werde da jetzt gleich reingehen und ich fühle mich heute voll geredet, als ob meine ganzen Gehirnzellen total eingefroren sind und sowas. Weil ich musste ja die ganze Nacht Videos schneiden, ich hatte keine 2 Stunden Schlaf gehabt. Weil mein PC ist viel zu langsam und das ist voll, das hat richtig viel Zeit gefressen. Und ich bin auch nicht aufgeblüht gerade. Aber das wird noch kommen, glaube ich. Aber jetzt erstmal hier. Jetzt erstmal diesen Zug hier, der mich auf mich wartet, einsteigen. Das hier, das heißt Mettbrötchen. Und ich habe 2 Stück davon gekauft, als ich noch in Bremen war. Ganz spontan und flüchtig. Zum Unterwegsfressen. Ich habe mein Zwiebelmettbrötchen aufgegessen und mein Zug ist gerade abgefahren. Aber ich versuche jetzt eine Runde einzuschlafen. So, ich habe die letzten fast 2 Stunden die ganze Zeit meine Augen zugehabt, aber ich habe es kein einziges Mal geschafft, so richtig einzupennen. Das ist voll scheiße. Das heißt, ich werde voll müde und geredet und Gehirnzellen eingefrostet in Dresden ankommen. Von daher, ich bin gerade in einem IC drin und ich glaube, das ist ein Bierzug. Und deswegen werde ich jetzt, um die Fahrzeit zu beschleunigen und um jetzt meine Müdigkeit vielleicht irgendwie so ein bisschen einzudämmen, dass ich mal ein bisschen mehr Laune bekomme. Und genüsslich ein Bierchen trinken. Aber ich bin sehr gespannt drauf, was mich später in Dresden erwarten tut. Unser nächster Halt ist Köthen. Und daher, ich bin jetzt gerade in Köthen. Boah, ich musste mich gerade umsetzen, weil der Platz, wo ich gesessen habe, wurde gebucht. Ja, und die waren locker. Ich wurde weggeschickt, ich wurde abgeschoben. So, noch 40 Minuten und dann bin ich in C-Ort Dresden angekommen. Und darauf werde ich jetzt das letzte Hinwegsbier trinken. Es ist auch noch 3 oder 4 Minuten oder so und dann bin ich gleich in Dresden angekommen. weil das steht hier drauf. So, ich bin in Dresden angekommen. Hier, guck mal. Hier vorne steht Dresden Hauptbahnhof drauf. Das heißt, ich bin in Dresden angekommen. Und jetzt mal gucken, was gleich passiert. Ich bin aus dem Bahnhof ausgelaufen und ich habe den Schänder getroffen. Ja, und den Helmut. Eine geile Box. Und ein Kollegen von Chandler. Und wir gelaufen jetzt. Wir haben bloß noch keinen Bock, die Masken anzuziehen, weil wir irgendwie unter Stress sind. Wir brauchen eine ruhige Atmosphäre.
Helmut macht, macht Glühweine rein. Und hier ist Bier drin und das mache ich jetzt in meinen Wagen rein. Ja, das war's. Der Kanister ist so gut wie voll. Jetzt wird Glühwein gebraten. So. Oh. Ach, das ist schon der ganze Glühwein jetzt, oder? So, genau. Nee. Naja, also, wir haben jetzt schon ein paar Leute angesprochen, die hier vorbeigelaufen sind. Aber großzügige Uringeräusche. Ich würde mal kosten. Und was genau ist das jetzt für Glühwein? Aus dem Lidl. Aus dem Lidl, oh, das passt. Ich habe heute meine Wohnzimmerdecke angesprüht, deswegen sind hier noch ein paar. Erkennt man das auf deiner Kamera? Ja, ich glaube. Das ist eine Hautkrankheit. So ein bisschen. Das ist eine Hautkrankheit. Ja, es breitet sich aus. Ich hasse einfach Menschen, die rauchen. Bist du schon hingeblieben? Ja, ich hasse Raucher. Ich müsste sofort enthaupten. Weißt du warum? Weil immer, wenn ich Leute rauche, sehe, muss ich auch rauchen. Ich möchte auch gleich selbst mit enthaupten. Verarbeitet euch so viel. Nee, noch nie, aber das ist. Ich nehme jetzt so einen scheiß Filter hier raus, Alter. Das machst du für komplett aus, Alter. Der Schenner ist Raucher. Ja, natürlich bin ich Raucher seit 10 Jahren, mindestens noch. Seit 14 Jahren. Mit 14 habe ich angefangen mit diesem Dreck, Alter. Kurze Videounterbrechung, weil ich möchte etwas loswerden. Und zwar, ich möchte mehr Bierpowers auf meinem Kanal sehen und deswegen ändere ich die Bierpower-Richtlinie mit sofortiger Wirkung. Und zwar werde ich ab sofort pro 10 Euro PayPal-Donation jeweils einen Bierpower machen gehen. Zum Beispiel, wenn ein Max Mustermann mir einen 10er donatet, dann wird das wie folgt aussehen. Ich grüße dich, Max M. Vielen Dank für deinen Support über PayPal. Wenn mir eine Erika Mustermann mir ein 30er spendiert, dann wird das wie folgt aussehen. Ich grüße dich, Erika M. Auf dich mache ich jetzt 3 Bierpowers. Bierpower 1. Bierpower 2. Bierpower 3. Erika M., ich bedanke mich für deine großzügige PayPal-Donation. Und wenn mir ein Montana Black mir 1000 Euro spendiert, dann stehe ich vor der harten Herausforderung, 100 Bierpowers innerhalb eines Tages zu machen. So, jetzt wird das eigentliche Video fortgesetzt. Wir sind ein Stück weitergelaufen. Wir haben hier eine Holzhütte gefunden. Und jetzt suchen wir Holz. Lass mal deine heiße Wurst, Junge. Was ist denn wieder fit? Hier ist geäxt. Junge, die ist doch heiß, ey. Ich hab nur meine Zunge verbrannt. Der Scherb kann jetzt voll aus Sendung sein. Warte mal, lass dich nochmal füllen. So. Das hat ein bisschen wehgetan. Aber nee, noch nie. So, die Wurst haben wir mit einem Feuerzeug. Etwas angegurgelt. Ich hab mir mein Natururin hat seine Zunge verbrannt. Junge.
Aber jetzt kommt Dark Sound. Das kann jetzt Zungenverbrennung vorhanden ist. Aber zu heftig ist gerade. Ich bin wirklich dankbar für euren Besuch in Dresden, das ist der Wahnsinn. Ich liebe einfach diesen Naturorinator. Das ist Helmuts Gesicht. Ja. Das ist Gesicht von Helmut. Ich bin eine richtige Bazille. Das Feuer brennt. Dieses Hähnchenfleisch wird gebraten. Also richtig, das ist richtig geil. Dieses Hähnchenfleisch, das fressen wir gleich. Dieses Hähnchenfleisch wird gebraten. Anus rektalisiert Analkräfte. Wir haben heute einen Beschädigungsabend gemacht. Und der Schänder ist vorhanden. Aber der Schänder, der geht jetzt nach Hause. Kampf! Kampf! Ohne Mampf, kein Kampf! Guten Morgen, wir sind aufgewacht. Und wir müssen hier weg, der Waldchef will das so. Aber ich bin voll müde. Also richtig. Zu wenig Schlaf gehabt. So, Sachen sind gepackt. Und jetzt laufen wir zu Flötenmann. Urinfarbige Papiere gefunden. Wir sind gleich schon wieder in Dresden angekommen. Wildschweine. Wir sind in Dresden angekommen. Leute, ich möchte euch jetzt ein Tutorial geben, wie man Hämorrhoiden bekommt. Ich habe euch gerade beigebracht, wie man Hämorrhoiden bekommt. Jetzt wird Glühwein gebraten. Aber bevor Glühwein fertig ist, erstmal ein guten Morgen Bier trinken. Geprost. Jetzt erstmal Glühwein trinken. Geprost. Aber bist du heiß? Ich hab meine Zunge verbrannt. Lass immer mehr Blasen kommen. Und die Nudeln, die sehen immer stärker fertig aus wie mein Kopf. Sieht so Gehirnzellen herausgespritzt aus. Scheiße. Helmut hat die ganzen Nudeln hier fallen lassen. So, weil Helmut beim Abgießen Nudeln fallen gelassen hat und diese Restnudeln hier nicht ganz ausreichen, ist jetzt Helmut zu Netto hingegangen.
um neue Nudeln zu holen. Und solange passe ich hier auf die Sachen auf. Und wenn er da wiederkommt, dann noch mal Spaghettis kochen. So, Helmut ist wieder zurück. Und dann hat hier Nudeln mitgebracht. Ah, dieses Mal hat Helmut die Nudeln nicht fallen gelassen. Das heißt, vielleicht können wir endlich fressen. So, Friessen ist fertig. Ja, schmeckt geil. Das Essen mit Geschmack dran. Wir haben gerade gegessen, heute ein bisschen Glühwein getrunken und Bier. Und jetzt laufen wir zu, keine Ahnung, Stadtmitte oder sowas, zur nächsten Straßenbahnhaltestelle, um dort mit der Straßenbahn weiterzufahren. Zu dorthin, wo wir hinfahren. Wir sind an der Haltestelle angekommen. Der Bus ist angekommen. Man ist ausgestiegen und hier vorne ist auch eine, wie heißt das denn nochmal? Genau, Haltestelle. Jetzt steigen wir gleich, wir warten bis auf der nächsten Straßenbahn und dann steigen wir dort ein. Und fahren dann irgendwie weiter nach dorthin, wo wir hinfahren. Unsere Straßenbahn ist angekommen, jetzt werden wir hier einsteigen. So. Wir sind im Bahnhof angekommen und Helmut möchte etwas im Schließfach lassen. Hier sind Schließfächer. Wir haben unsere Sachen im Schließfach eingesperrt und tragen jetzt diese leichten Taschen hier. Weil wir fahren gleich nach dorthin, wo wir hinfahren. Und da brauchen wir. Da brauchen wir nicht so viel mitzuschleppen. Aber jetzt erstmal bei Lidl einkaufen gehen. Wir haben jetzt gerade bei Lidl Bier und noch mehr Sachen eingekauft. Und Fleisch und Brot und sowas. Und Wasser. Und jetzt warten wir auf den Bus zu und dann fahren wir zu dorthin, wo wir hinfahren. Also unser Bus ist angekommen und wir werden jetzt gleich dorthin fahren, wo wir gleich hinfahren werden. Wir sind gerade Bus gefahren und wir sind jetzt hier in dieser Haltestelle angekommen. Und wir sind da ausgestiegen und jetzt laufen wir dorthin, wo wir gleich hinlaufen werden. Holzbalken, noch mehr Holzbalken.
So, wir sind dorthin gelaufen, wo wir hingelaufen sind. Und wir haben Flötenmann gefunden. Mhm. Der ist uns begegnet. Hallo Rudi. Und wir werden zusammen gleich Fleisch essen. Mhm. Und genau hier. Hier vorne. Das Fleisch hier vorne, das war hier drauf. Das ist von Helmut. Das ist Premium Discounter-Fleisch. Und das werden wir uns gleich so richtig in uns reinmachen. Ich glaube, ich würde das nochmal drauflegen, damit es im Querschnitt noch ein bisschen kommt. Das ist mir fast noch zu roh. Das ist zu roh. Wie auch gut aus. Ich finde es zu roh. Wir haben drei Stück. Fressen ist fertig. Und daher, diese hier, das sind genau diese Crocs, diese Strandschuhe, wo Helmut zur Zugspitze hochgelaufen ist. Hier. Und das hier, das sind andere Strandschuhe. Ja, das sind die Bergschuhe. Wie viel Temperatur haben wir heute? Da bin ich sehr gespannt drauf. Natururin hat einen neuen Abonnenten. Natururin. Flötenmann hat mich abonniert. Natururin. Wunderschön. Das ist richtig und richtig. Ich mag Käseberg. So, Flötenmann muss wieder zurück. Hab mich gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ja, war schön. Wir sehen uns bei der Zugspitzwanderung. Auf jeden Fall. Ciao. Geprost. Glühwein. Wir haben Glühwein getrunken. Wir haben gerade hier rumgesessen und jetzt gelaufen wir zur nächsten Bushaltestelle. Oder, ja genau, Bushaltestelle. Und dann fahren wir wieder zurück zum Bahnhof, um unsere Sachen zu holen. Das geht jetzt gerade ab. Bierpower! Wir sind auf der Suche nach dieser Bushaltestelle, damit wir mit dem Bus zurück zum Bahnhof hinfahren können. Zu dort, wo unsere Sachen liegen. Guck mal, wir haben hier Bushaltestelle gefunden. Das heißt, wir werden hier jetzt noch ein bisschen warten, bis der nächste Bus kommt. So. Der Bus ist angekommen. Und jetzt steigen wir hier ein. Wir fahren jetzt ungefähr eine halbe Stunde Bus bis zum Bahnhof. Und wenn wir am Bahnhof angekommen sind, dann genau, das habe ich schon gesagt, was dann passiert. Das ist unsere Mission jetzt gerade. Hier fahren ganz viele urinfarbige Busse rum. Und dieser Bus, wo wir jetzt gerade drin sitzen, hat urinfarbige Stangen. So, wir sind in Bahnhof angekommen und jetzt werden wir Sachen abholen. Wir sind jetzt an den Schließfächern und jetzt Sachen herausholen. Geprost! Sehr schön. Ja. So.
So, wir haben diesen verschmierten, vergammelten Rewe hier gefunden. Und wir werden jetzt hier Bier und noch mehr Sachen kaufen gehen. Guck mal, da vorne fährt eine Straßenbahn. In dieser Straßenbahn müssen wir jetzt einsteigen, um zu dorthin fahren. Und das ist sogar eine urinfarbige Straßenbahn. Und wir müssen jetzt hier einsteigen, um dorthin zu fahren, wo wir hinfahren. Diese urinfarbige Straßenbahn hat sogar diese, wie heißt das Ding? Der fährt gerade los. Wie heißt dieser Schild nochmal? Dieser Tablett mit den Anzeigen und sowas. Auch in Farbe Urin. Schnell durch. Ist mal wichtig. So, wir sind hier jetzt an dieser Haltestelle angekommen, wo hier ganz viele legendäre Vlogs gestartet worden sind. Und genau da sind wir jetzt gerade. Und da laufen wir jetzt gerade vorbei. Und wir laufen irgendwie nach, weiß ich auch nicht, was Helmut im Kopf hat. Aber genau da laufen wir jetzt gerade hin. So, hier, Helmut macht schon wieder Fressen. Dieser Steak oder was, wie das heißt? Ranzsteak aus dem Discounter gibt's. Das tupft er jetzt ab, damit dieses Nass, also dieses was da reingeflossen kam, dass er das genau das macht, das entfernt er jetzt. Und jetzt stellt er das auf sein, wie heißt das Ding nochmal? Best Agat Gasgrill. Gasgrill, genau, Gasgrill heißt das. Und genau, dieser Fleisch, der wird gleich so richtig gekocht. So, jetzt wird das ranzige Rinderfiletsteak vom Discounter verspeist und mal anschneiden, ob es irgendwie was geworden ist. Naja, Dursch. Perfekt für Reizdarm. Jeder ein Stück, mal antesten. Ja, kann man gut essen. Das ist unser Armbrotfressen. Ich bin ein richtiger Herpes. Wir sind jetzt in der Straßenbahn drin und wir fahren jetzt nach dahin, wo unsere Sachen sind, glaube ich. So, wir sind jetzt beim Hauptbahnhof in den Schließfächern angekommen. Und wir werden jetzt hier unsere Sachen hier raus tun. Ich bin voll müde. So, wir haben hier einen Schlafplatz gefunden. Helmut hat sich hier schon eingewickelt. Genau. In seinen orangenen hier. Sack. Da, hier. Und Da. In die DAV-Empfehlung vom DAV-Shop. Ja. Der Bibi-Bag, Junge. Und ich habe hier meinen Schlafplatz hier hingestellt. Und darauf, dass wir unseren Schlafplatz hier in dieser an dieser Stadtmauer hier vorne mit den Anfängersprühern da gefunden haben. Und hier überall Laub drauf liegt und wir da drauf schlafen werden heute. Ich werde ich erstmal ein letztes Bier trinken. Ein gute Nachtbier. Gib Prost. Es befriedigt mich, den Schänder und den Flötenmann getroffen zu haben. Oh, das war eine gute Aktion. Ja. Das fand ich cool, ich mag das. Und
beim Schender auf seinem Kanal gibt es auch ein Video, wo ich mit drauf, wo mein Gesicht drauf war. Das könnt ihr euch auch mal angucken. Guten Morgen, wir sind wach. Jetzt Sachen zusammenpacken und dann zum Bahnhof hinlaufen. Das machen wir jetzt. So, die Sachen sind gepackt und wir laufen jetzt zum Bahnhof. Warte, guck mal. Hier. Das war unser Schlafplatz gewesen. Wir sind gestartet und laufen jetzt zum Bahnhof. So, wir sind beim Bahnhof angekommen und Helmut ist jetzt im Bahnhof drin, weil der muss aus dem Schließfach noch was rausholen. Und wir haben noch, keine Ahnung, 40 Minuten Zeit oder so, bis unser Zug kommt. Und ich passe so lange hier auf unsere Sachen hier auf. Ich glaube, Helmut möchte gleich Fressen machen. Helmut kocht. Er macht, wie heißt es doch mal, Soße für Nudeln. Bevor wir gleich, wie heißt das Ding? Ach scheiße, das beschlägt schon wieder. Bevor dann gleich Zeit kommt. Ich glaube noch eine halbe Stunde oder so haben wir noch Zeit. Und dann fahren wir mit der Bahn los. Und naja. Nudelsoße wird gebraten. Helmut hat die Nudelsoße gemacht und noch 10 Minuten und dann müssen wir hier zum Gleis hinlaufen. Und genau das machen wir jetzt. Guck mal, unser ranziger Zug, der kommt hier vorbeigerollt. Wir werden da jetzt einsteigen. So, wir sind jetzt im Zug drin und jetzt fahren wir erstmal nach Leipzig. Wenn wir in Leipzig angekommen sind, dann muss ich da umsteigen und dann trenne ich mich mit Helmut. Wenn wir in Leipzig angekommen sind. Und genau nachdem das passiert ist, dann fahre ich von dort aus nach Bremen zurück. Aber komplett durch. Und so sieht die fertige Nudelsoße aus. So, Frühstück ist fertig. So, gleich haben wir Leipzig erreicht. Das heißt, ich muss hier umsteigen. Ich hätte dann, glaube ich, noch 25 Minuten Umsteigzeit oder so. Und ich muss mich hier von Helmut verabschieden. Oh, ja. Ja. So, ich bin in Leipzig Hauptbahnhof angekommen, also meine Umsteighaltestelle. Und ich habe ungefähr, keine Ahnung, 25 Minuten Umsteigzeit. Und hier vorne steht mein Zug schon. Der wartet auf mich. Und ich glaube, ich werde schon in diesen Zug da reingehen. So, ich sitze jetzt hier im Zug drin und gleich fährt dieser Zug los. Ich bin losgefahren. Ich meinte, der Zug ist losgefahren. Und jetzt bringt er mich nach Bremen oder so. Und wenn ich gleich in Bremen angekommen bin, später, dann bin ich da angekommen. Mein Gehirn fühlt sich wie Gehirngulasch an. Ich hab das so richtig frisch zubereitet wurde. So richtig manieriert und sowas. Mit richtig vielen Bazillenzutaten.
So, dauert nicht mehr lange und dann bin ich in Bremen angekommen. So, ich bin in Bremen angekommen und mal gucken, wie ich nach Hause fahre. Entweder mit Zug oder mit Bus oder mit Straßenbahn oder so. Ich guck mal gleich. So, ich bin ein Gleis weitergelaufen. Mal guck mal, dieser Zug hier vorne, der kommt jetzt schon hier an. Und der fährt nach Bremen-Siebersbrück. Und deswegen werde ich hier einsteigen. Das geht schneller bis nach Hause. So, ich bin in Bremen-Siebersbrück angekommen. Und jetzt gelaufe ich nach Hause. So, ich bin von Bahnhof draußen. Ich bin vom Bahnhof Siebersbrück draußen. Und ich glaube, ich fahre doch Straßenbahn bis nach Hause. Weil ich weiß, dass da ganz hinten so eine nervige Baustelle ist. Und man dann ganz viel Umweg laufen muss und sowas. Und da habe ich gerade keinen Bock drauf. Und deswegen fahre ich jetzt mit der nächsten Straßenbahn nach Hause. Die nächsten. Meine Straßenbahn kommt angefahren. Jetzt hier einsteigen.